damit wünsche ich einen wunderschönen Donnerstagabend, meine Damen und Herren. Wir finden uns live in Forza Horizon 5 und werden heute die neue Festplatte spielen. Die Frühlingsjahreszeit oder auch die Hitzezeit steht an in Forza Horizon 5. Was bedeutet die letzte Festplatte der Serie 8? Serie 9 steht dann nächste Woche logischerweise an. Das heißt, ja, ich weiß nicht, vielleicht werden wir heute ein bisschen Revue passieren lassen über Serie 8 insgesamt. Aber ja, insgesamt ist das heute auf jeden Fall mal der Plan, dass wir in die feste Playlist eben heute reingehen und uns mal den neuen Audi RSP Avant unter anderem abholen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Woche bisher oder ich kann es euch im Zweifel noch ein wenig schöner machen. Moin Sören, Snoopy, Bayerische Motorenwerke, Reginald und alle, die gerade im Lurk sind. Schönen guten Abend euch. Moin Mr. Chatty Beans. Gerade läuft ja auch parallel der Forza Monthly Livestream tatsächlich noch. Den habe ich bei mir auf dem Handy laufen, einfach nur, falls Serie 9 bequatscht wird, was ja so aktuell der Plan scheint, dass man dann vielleicht auch on-stream direkt über die neuen Fahrzeuge philosophieren und diskutieren kann. Das wird ja an sich hoffentlich eine sehr tolle Serie, gehe ich mal davon aus. Moin Multi, grüß dich und vielen, vielen Dank für den Resub mit Prime im Monat, dankeschön. Zap, wup, wup, ja, vielen, vielen Dank für den Resub auf jeden Fall und grüß dich, wie geht's dir? Moin Ossi. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Festival Playlist. Und gucken uns mal an, was wir heute alles so gewinnen werden. Wir werden den neuen Audi RS4 Avant gewinnen, mit dem es dann auch direkt morgen am Freitag auf YouTube die Folge geben wird. Der Mercedes AMG One ist dann auch in der Festival Playlist wieder vorhanden im Forzaton. Aha, jetzt weiß ich auch, warum Multi da ist. Wir werden heute Golf fahren. Natürlich, das ist ein toller Zufall. Ne, der Golf R32, das ist der Golf. Bist du der Golf 4? Du bist der Golf 4, glaube ich. Dann haben wir noch weiterhin einen Forzaton, einen täglichen Forzaton, den wir natürlich wie immer ignorieren werden. Beziehungsweise den werden wir wahrscheinlich... Ja, weiß ich nicht, ob wir den heute zufällig abschließen werden. Das könnte durchaus sein. Forzaton Shop haben wir. BMW X6M und AMG G63 6x6. War durch die Punkte, braucht er beides nicht. Wobei der X6... Ist der X6 Wiesman exklusiv? Glaube nicht, ne? Doch, tatsächlich, okay, also den kann man, wenn man ihn nicht haben sollte und ihn haben möchte, doch sich zulegen, sofern benötigt. Mir geht's blendend aktuell, danke, das ist schön zu hören. Mir geht's auch gut, ich merke nur die Hitze macht Stress. Also wir haben wieder so um die 30 Grad rum, da ja, geht's mir grundlegend nicht so geil, aber naja, durch den Sommer werden wir auch schon irgendwie durchkommen. Moin Olli, moin Andy Racing, moin Real Gamer und moin Luca. Andy, bist du ein Kinomensch? Nur wenn Marvel-Filme rauskommen über die letzten Jahre. Ich glaube, das letzte, wo ich im Kino war, was kein Marvel-Film war, boah, was war das? Fast and Furious? Fast and Furious 8, glaube ich. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich wollte 2020 eigentlich Knives Out im Kino anschauen, aber da ist dann leider so eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Anfang des Jahres. Weiß man nicht. Naja, Serie 9 ist Teil der Teil von Forza Monthly. Okay, cool. Moin Norbert, moin Mick. Schönen guten Abend euch allen. Hoffentlich kommt ja bald der Winter. Ja. Sind nur noch ein paar Monate. Wir haben den Sommer fast schon durch. Wahnsinn. Über die Hitze brauchen wir nicht reden, ich gehe in meinem Zimmer ein, ey, ich fühle das. Ich fühle das voll. Wir werden den Audi Quattro heute im Serien-Showdown fahren. Warte mal, das heißt, wir hatten einen Audi, einen VW, einen Porsche, einen Mercedes, oder? Audi, Porsche? Ne, BMW. Audi, Porsche, BMW, Mercedes. VW hatten wir nicht, okay. Copy. Und wieder bei den Audi A8. Warum auch immer das der neue ist, der alte ist bestimmt exklusiv, nicht der neue, aber gut, lassen wir mal so stehen. Dann haben wir drei PR-Stars, wir haben ein Event der Herausforderung, wir haben drei Meisterschaften, wir haben die Horizon Tour, die schon abgeschlossen ist, ich weiß nicht warum, das ist der Bug, der seit Release existiert. Aber ja, ich nehme es mit, ne? Und wir haben eine Foto-Herausforderung. Also heute auf jeden Fall eine etwas entspanntere Playlist mit, ich hoffe, drei coolen Meisterschaften. Obwohl da auch wieder ein Golf zu sehen ist. Oh, Eiswagen. Ich will ein Eis. Ich glaube, dieses Jahr wird, glaube ich, wieder mal so ein Sommer sein, wo ich ein bisschen mehr Eis essen werde. Wird, glaube ich, passieren. Ich danke für den Follow, genau, nee. Der natürlich auch wenn das wahrscheinlich schon ein bisschen her ist, aber vielen lieben Dank für den Resub mit dem vierten Monat. Dankeschön, vielen lieben Dank.
Moin. Was war das Brauchbar bei den Rennen? Das werden wir uns gleich anschauen. Moin Chris und moin Pathway. Hab mich beim zum zweiten Rennen der Prüfung fünfmal gerade überschlagen. Optimal. Wasser trinken. Ja, was habe ich? Ich habe. BC tut's auch. Mal Fahrzeugbeschränkung umstellen. Ja. Mercedes-Benz gegen Mercedes. Ja. So ein Ding ist das nämlich. Ja, wahrscheinlich Mercedes-Benz gegen Mercedes-AMG, aber. Hä? Okay, trotzdem super weird. Egal, wir fangen mit dem Forza-Ton an. Golf R32. R für Rennen. Als Kapitel 1. Erhalte und fahre eines der seltensten Golfmodelle, den Volkswagen Golf R32. Okay. Kapitel 2, Rennleistung. Die Modelle der Marke R wurden auf Leistung hin optimiert. Also schnapp dir deinen 2003er Volkswagen Golf R32, fahr direkt auf die Rennstrecke und gewinne zwei Straßenrennveranstaltungen. Joram, vielen, vielen Dank für den Resubmit 5 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Und danke für den Hype-Train-Chat. Kapitel 3, hochriskant. Dank seines Hochleistungsmotors fährt der 2003er Volkswagen Golf R32 mit Allradantrieb statt den üblichen Vorderradantrieb der GTI-Modelle. Nutze das aus und verdiene 6 Sterne bei Gefahrenschildern. Hochleistungsmotor und Golf in einem Satz. Naja. Kapitel 4, Fahrer gesucht. Führe 10 Geschwindigkeitsfähigkeiten im 2003er Golf R32 aus und spüre die unglaubliche Kraft des 3,2 Liter V6 Motors. Okay, also ein relativ basic Straßenaufbau sollte genügen. Denke ich jetzt einfach mal. Habe ich den R32 nicht sogar schon mal aufgebaut? Ja, tatsächlich. Offroad-Reifen. Okay, also. Den Aufbau möchte ich behalten. Aber falls ich nochmal brauche, falls wir irgendwie irgendwann mal Hot Hatches oder so wieder im Gelände haben auf B700, dann kaufen wir uns halt einen neuen. Guck mal, so selten kann er gar nicht sein. Ich kann mir einfach direkt so einen neuen kaufen. Mensch. Ich schaffe es echt immer wieder in den Streams zu erscheinen, wenn Golf gefahren wird. Ich erkenne langsam so ein Muster. Ich glaube auch. Ja, die Jurassic Park und Jurassic World Filme haben mich ehrlicherweise nie so wirklich interessiert. Deswegen werde ich mir auch den neuen nicht anschauen. So, danke für die 100 Bits, vielen Dank. Hab gehört, ihr fährt Zug. Ja. Dankeschön an der Stelle. Nochmal für den Hype Train. Ja, komm. Warum nicht? Also, wenn wir schon. Ui. Wenn wir schon die Gelegenheit haben. Ach ja, das waren ja alles die traumhaft schönen Teile. Ja, also. Oh, Multi, ne? Wenn du einen Golf hättest, das. Also, ich würde dich da sehen. Aber hundertprozentig. Der generiert doch nicht mehr Downforce. Wie soll das. Hä? Das funktioniert rein logisch betrachtet nicht. Der Flügel ist sinnlos. Ach du Scheiße. Oh Gott. Fast and Furious hat angerufen, die wollen ihr Tuning zurück. Ich dachte gerade kurz, da wären Sidepipes, aber nee. Also dann hätten sie mich echt gehabt. Okay, die Haube ist nice. Hat ein bisschen was von Subaru, finde ich. BRX und so, also allgemein die Impreza-Modelle. Aber der Rest, schwierig. So, wie gesagt, wir machen hier jetzt einfach nur so einen absoluten Basic 0815-Aufbau. Damit der Karren irgendwie das macht, was ich haben möchte. Das kriegen wir hin. Der Spoiler gleicht sich nur im Wagen an, das könnte sein. Wenn wir uns mal treffen, ich hole mir extra für den Tag ein Auto mit dem Spoiler. Ja. Oh, hoppala. Auf jeden Fall. Und damit dann durch den McDrive. Let's go. Sie können die Tüte hinten auf dem Flügel abladen. Kein Problem. Monteo, nö, die Festival Plays mache ich immer allein. Oder sagen wir meistens. Manchmal mache ich sie auch mit Ray, aber sehr selten. In Horizon 5 bisher nur zweimal. Einmal Serie 0, einmal Serie 1.
Moin, Gamer Sascha. Ja, was habt ihr so Feines gemacht die Woche über? Ich wollte gerade sagen, der letzte Stream ist ja schon ein bisschen länger her, aber nee, der war ja gestern. Ich bin das nicht gewohnt, nur eine Stunde zu streamen irgendwie, keine Ahnung. Das hat sich für mich gestern irgendwie fast mehr wie eine. Ja, wir bewegen uns, Moment. Moin, Sammy, grüß dich, wie geht's dir? So, zwei Straßenrennveranstaltungen. Es hat sich gestern irgendwie für mich fast mehr wie ein Video angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Einfach weil es halt so kurz war einfach. Keine Ahnung. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte noch nie so viel Stress während eines Streams wie gestern. Einfach wegen dieser Stoppuhr. Ich hatte, ihr müsst euch ja vorstellen, ich habe vor mir meine Wheelbase stehen. Und neben, direkt daneben hatte ich mein Handy mit der Stoppuhr, weil gestern nicht dabei war, ich habe F1.220 gespielt. Und ich durfte halt eine Stunde streamen. Das war das Zeitlimit, die Obergrenze eben. Und mit einer Stoppuhr einen Stream zu machen, das ist aber anderer Stress, ich sag's euch. Das ist schon sehr wild. Mir geht's soweit gut, hab einmal vor dem Wochenende, das sollen jetzt 38 Grad werden. Ja, ich befürchte auch Schlimmes, muss ich sagen. Meine Woche war nur Prüfung und Arbeit bisher, da nichts sonderlich Spannendes. Nur Prüfung und Arbeit, ja Mensch, dann ist ja quasi nichts. Ja, dann hoffe ich mal, dass die Prüfungen gut gelaufen sind. Moin, Tim. Muss darüber. Na gut, Klimaanlage wird hier nicht passieren. Ich habe gehört, ein Ventilator wäre ganz gut, aber irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass wird wieder so ein Sommer, wo ich das einfach nicht auf die Kette kriege. Ja, ein bisschen untersteuernd. Wie viel Leistung habe ich hier reingeschmissen? Ha, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel für einen Golf, aber gut. Krieg ich dahin. Danke für den Halbchen-Chat, vielen Dank. Snoopy, Entschuldigung, Sören, danke für die 100 Bits, vielen Dank zum Abkühlen. Danke für den Support. Ich weiß, dass Ventilatoren gut sind. Ich krieg da trotzdem nicht geschissen. Ach du Scheiße, das war ein Gang zu weit. Das Ding ist halt so, dass so während eines Streams könnte ich ihn eh nicht anhaben. Das würde ja lautstärketechnisch nicht funktionieren. Ein Ventilator soll mir bitte niemand kaufen, weil niemand weiß, wie mein Zimmer aussieht. Rein platztechnisch ergibt es wenig Sinn. Warum bist du so untersteuernd, Golf? Ich bin hinter Ton nicht ganz leise, sind die hörst du nicht? Ja. Wie gesagt, ich muss mich da mal umschauen. Der kommt halt null um die Kurven, sorry Corsa. Ist ja schlimm. Ich muss auf jeden. Also ich hatte jetzt echt nicht gedacht, dass ich so ins Feintuning rein muss mit dem Ding. Ich denke zumindest Stabis werde ich nicht rumkommen. Sie. Ja. Boah, Leistung. Der war eine große Schüssel mit Eiswasser in dein Zimmer. Sollte denke, sollte Zimmer auch ein bisschen runterkühlen. Was ich mal gemacht hatte, das war auch im Sommer, als ich das erste Mal diese Probleme mit den Augen hatte, war, ich habe mir ein nasses Handtuch einfach hier aufgehängt. Und damit quasi die Luftfeuchtigkeit ein bisschen erhöht.
Das war fürs Auge gut, das war fürs Feeling insgesamt scheiße. Weil dann war es halt warm und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist eine scheiß Kombination. So, läuft das Differential hier? Ja, doch, das Differential ist das Problem. Aber absolut. So, Moment. Und dann vielleicht noch die. Habe ich zumindest mal kurz, damit wir raus aus dem Untersteuern kommen. Die neue Sendung auf RTL 2. Raus aus dem Untersteuern. In den Hauptrollen Andy Neid und Matthias Malmedy. Ich sehe Potenzial. Ich sag's, wie es ist. Also eine bessere Serie hat noch nie existiert. Da kann, weiß es, das Squid Game oder so, das kann einpacken. Hat jemand Kontakt zu RTL? Wahrscheinlich nicht. Es gibt wirklich extrem leise Ventilatoren, auf diesen preise ich auch leider echt doof. Ja, und da ist halt auch noch ein bisschen das Ding, dass ich halt auf dem PC spare und ich den eigentlich echt im Herbst spätestens haben möchte. Ich würde im Sommer ja eher aus der Batcave streamen. Das ist Batmobil nicht weit und kühl ist dort sicher auch, ja. Da kommen wir nur auch das aus dem VW-Konzern vor. Ja, die Sendung heißt ja auch Raus aus dem Untersteuern. Also klar, dass da nur Autos aus dem VW-Konzern kommen. So Audi oder VW oder so. Eine Lücke. Boah. Manchmal bei einem Überholmanöver einfach keine Angst haben. Einfach durch. RTL wird nur angemacht, wenn Formel 1 dann übertragen wird, wenn nicht. Bin mal gespannt, ob da irgendwann mal die Rechte in Deutschland wieder ins Free TV zurückkommen. Wünschenswert wäre es ja. Aber ich glaube leider nicht, weil die Formel 1 auf Sky leider doch schon sehr gut läuft. Gerade dieses Jahr sind es ja sehr hohe Einschaltquoten. Aber schön wäre es ja trotzdem. Das Geilste wäre halt wirklich, wenn einfach F1 TV zumindest wieder angeboten werden würde. Ich hasse die deutschen Kommentatoren. Also keine Ahnung, ich finde irgendwie. Ich finde Sascha Roos ist ein super sympathischer Mensch auf jeden Fall. Und er kann auch sehr mit Emotionen und allem kommentieren. Aber wer auch immer da teilweise das Co-Kommentator daneben ist, egal ob das jetzt Ralf Schumacher, Timo Glock oder sonst wer ist, ey, ich denke mir da meistens wirklich, Kollege, Schnauze, das ist halt schlimm. Wie gesagt, Sascha kann das. Sascha hat zwar auch manchmal irgendwie so ein paar Fehler drin, wo ich mir denke, naja, müsste jetzt echt nicht sein. Aber gerade wenn Ralf Schumacher daneben sitzt, ey, das ist also. Da kann sie nicht zuhören. Das funktioniert nicht. Da würde ich einen besseren Job machen. Und das, obwohl ich nicht vor mir 17 Monitore habe, in denen ich 25 verschiedene Sichten sehe. Bevor die F1-Rechte wieder im Free TV sind. Die F1 wieder in Deutschland. Warum nicht beides? Schick mal deine Bewerbung raus. Kein Scheiß. Rennen kommentieren in der Realität. Ich würde es instant machen. Ja, außer das ist jetzt irgendwie der Volkswagen Jetta 1,4 Liter Diesel Cup vom Rentnerverein aus Bielefeld oder so. Das müsste jetzt nicht sein, aber wenn es halt wirklich was mit einer
mit einer realistischen Aufstiegschance zu einer großen Serie wäre, easy. Also hundertprozentig wäre ich dabei. Ja, Leo Lackner ist cool. Der Sky mit Ralf und Timo echt noch göttlich im Vergleich zu den Kommentatoren bei SF und ORF. Die kenne ich halt nicht, aber wie gesagt, Ralf Schumacher, ey. Auch mit seinen Aussagen außerhalb vom Commentary. Ich verstehe nicht, wie der Mann Formel-1-Fahrer gewesen sein kann. Kein Scheiß. Oder vielleicht trifft er die Sprüche gerade, weil er mal Formel-1-Fahrer war und dann der Meinung wäre, er hätte das Wissen mit Löffeln gefressen oder so. Aber... Also, nee. Da fällt mir nicht bei mir großartig was zu ein, außer nee. Moin, Groschi. Und moin, Mr. Soul-Driver. 193, 2 Sterne, gehe ich mal von aus, oder? Ja. Ja, machen wir 3 Gefahrensprünge. Sollte erreichen. Ob bei Ferrari sarkastische Kommentare gut ankommen? Ich glaube schon. Also das Ding ist halt, man kann von... jetzt Leclerc, Sainz oder Binotto halten, was man möchte. Gerade Binotto. Aber wenn man halt mal Binotto sich in Interviews teilweise anschaut, dann hat der eigentlich einen geilen Humor, finde ich. So, keine Ahnung. Ich denke, Binotto ist ein cooler Typ. Ja, machen wir den noch. Ja, Olli, das ist halt immer so ein Punkt. Ich war jetzt ein bisschen schief an, aber dürfte trotzdem gehen. Oder? Jawohl. 10 Geschwindigkeitsfähigkeiten. Ab zur Autobahn. Wow. Naja, Ossi, irgendwann ist halt auch mal vorbei mit immer in den Arm nehmen. Mick braucht halt langsam mal Ergebnisse. Und das muss halt auch so knallhart gesagt werden. Zumal gerade in den letzten Tagen Günther Steiner sich ja eigentlich eher dafür einsetzt, dass die Medien ihn nicht so fertig machen. Auf öffentlicher Seite. Also, weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich würde es gar nicht mal schlimm finden, wenn Steiner wirklich jedes Wochenende sagen würde, Mick, langsam musst du echt mal beweisen, dass du dieses Jahr noch hier fährst. Weil das muss er halt. Er wird nicht nur durch seinen Namen in der Formel 1 bleiben. Und ich würde halt ehrlicherweise sagen, dass Mick aktuell nicht so viel besser performt als Latifi. Dass die Leute halt auf Latifi draufhauen und bei Mick sagen, auch ihr müsst ihm aber noch Zeit geben, verstehe ich nicht. Weil auch Latifi beispielsweise hat letztes Jahr eigentlich echt geile Performances abgelegt, besser als Mick sogar. Und zwar deutlich. Also Latifi war letztes Jahr im Rennen teilweise echt auf George Russells Pace. Muss man einfach mal so sagen. Habe ich einen Quattro-Stock? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja, ich denke, Hülkenberg werden wir nicht mehr in der Formel 1 sehen als Vollzeitfahrer.
Da glaube ich nicht dran. Falls Mick nächstes Jahr nicht mehr dabei sein sollte, dann wird ein anderer Ferrari Academy Driver reinkommen. Oder Giovinazzi. Giovinazzi könnte ich mir sogar echt vorstellen. Ah, Hülkenberg. Also Hülkenberg würde vielleicht reinkommen, wenn Vettel echt sagen würde, okay, ich höre auf und dann holt man halt Nico rein, weil er halt auch schon Erfahrung hat mit dem aktuellen Aston Martin. Aber ich glaube nicht, dass Vettel aufhört. Da ist er, glaube ich, noch einige Jahre entfernt. Ich glaube, wir werden Vettel, also es könnte gut sein, dass wir Vettel noch 4, 5, 6 Jahre in der Formel 1 sehen. Kein Scheiß. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr wieder einen krassen Wechsel haben, was Fahrer angeht. Für die 24er Saison meinst du dann, oder? Das könnte sein. Weil aktuell hat ja das halbe Grid sowieso noch einen Vertrag für 23. Oder länger. Also gut, Verstappen fährt sowieso bei Red Bull bis 2043. Das müssen sie eigentlich nur noch offiziell machen. Ich meine, wir hatten dann... Wir hatten Verträge für nächstes Jahr Bottas. Bottas auf jeden Fall. Magnussen. Ja, Stroll, ne? Ist so lange in der Formel 1, wie sein Vater in der Formel 1 ist. Genau, Russell, Hamilton, glaube ich auch noch. Leclerc, Sainz, Perez, Verstappen. Marco meinte ja auch, also Helmut Marko, dass Gasly und Tsunoda wahrscheinlich auch nicht sehr bei AlphaTauri fahren werden, dann sind wir schon bei 11. Ricciardo hat auch noch einen, sind wir bei 12. Norris wird da auch noch weitermachen. Ja, Norris hat auch noch einen, stimmt. Albon glaube ich auch. Also ich glaube, die einzigen, die aktuell für nächstes Jahr noch keinen Vertrag haben, sind Mick, Latifi, Vettel. Gut, offiziell halt Gasly und Tsunoda, aber wie gesagt, das ist eigentlich inoffiziell schon confirmed worden, dass sie nächstes Jahr fahren. Alonso weiß ich gerade gar nicht. Hat Alonso einen Vertrag nächstes Jahr? Aber wie gesagt, also 23 laufen auf jeden Fall einige Verträge aus. Ist ja auch bewusst so ausgehandelt worden, gehe ich mal davon aus, dass man halt einfach guckt, okay, 22 entwickeln wir den Wagen noch, da müssen die Fahrer sich reinfinden, 23 ist dann eigentlich so die erste richtige Saison, kann man fast sagen, wo man dann sieht, okay, wer kann sich in der Ära beweisen und wer nicht. Abwarten, was da passiert. Habe aber irgendwas, irgendwie unglückliches Gefühl bei Vettel, wenn ich ehrlich bin. Da geht aktuell alles eher bergauf, aber ich glaube, der macht nicht mehr lang. Ich denke schon. War es letzte Woche? Ich glaube, es war letzte Woche, als Vettel auch wieder auf das Thema angesprochen wurde. Und ich weiß nicht, ob es das Thema konkret war, aber auf jeden Fall auch. Es ging 100% um die Formel 1. Es kann auch sein, dass es irgendwie um Porpoising oder so ging. Aber ich meine, wie gesagt, es ging um Vertrag und wie lange er noch macht. Und da meinte er dann, ich bin 34, nicht 44. Also ich könnte mir halt echt vorstellen, dass wir Vettel noch gut 5 Jahre oder so sehen werden. Und ich meine, Vettel weiß auch, das, was Aston Martin alles gerade aufbaut im Werk beispielsweise. Die ganze Entwicklung, das ganze Einarbeiten von den neuen Mitarbeitern und so, das wird sich halt erst 2024, 2025 frühestens zeigen. Es könnte halt gut sein, dass Aston Martin nächstes Jahr stark im Mittelfeld ist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber Vettel weiß halt auch, dass er frühestens, wenn es gut läuft, 25, 24 um Meisterschaften mitfahren wird. Und da wird er, glaube ich, nicht vorher aufhören. Und Aston Martin selbst hat sich ja auch schon öffentlich auf Vettel committed. Und hat gesagt, wenn er weiterfahren will, dann wollen wir ihn auf jeden Fall dabei haben. Und ich meine, so wie er gerade Stroll wirklich im Grund und Boden bügelt, sehe ich ehrlicherweise keinen Grund, warum er aufhören sollte.
Esmero hat wenigstens einfache Punkte geholt. Ja, Stroll kommt irgendwie diese Saison gerade noch nicht so hundertprozentig rein. Letztes Jahr war Stroll ja echt nicht schlecht. Und die Jahre davor hatte er ja auch eine sehr geile Rennpace auf jeden Fall. Sein Quali war halt immer das Problem. Seine Rennpace war ja eigentlich im Regelfall jetzt nicht so weit weg von seinen Teamkollegen. Immer egal, ob das jetzt Perez war oder Vettel oder so. Möchte ich mal gerade an Katar letztes Jahr erinnern, wo ja Stroll und Vettel mit Ferrari und McLaren mitgefightet haben. Also Luft nach oben ist da auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob er reinkommt oder nicht. Da haben ja einige Fahrer aktuell noch Probleme. Da hast du noch einen Gasly beispielsweise, der da gerade nicht reinkommt. Ricciardo, Hamilton, also auch Ocon beispielsweise würde ich damit reinwerfen. Ocon konnte Alonso letztes Jahr eigentlich im Regelfall ganz gut Paroli bieten. Dieses Jahr ist er da auch relativ deutlich unterlegen. Wie gesagt, ich denke 2023 wird die erste richtige Saison mit dem neuen Regelwerk sein. Dieses Jahr müssen sich alle erstmal so ein bisschen reinfinden. Sowohl Fahrer als auch Team. Deswegen denke ich auch, also ich glaube zwar, das Regelwerk für nächstes Jahr ist noch nicht bekannt, aber ich denke mal, das Regelwerk wird sich jetzt nicht allzu krass unterscheiden. Es würde keinen Sinn ergeben. Vielleicht wird die FIA ein bisschen was machen, um das Powerpoising zu reduzieren, wobei ich da immer noch der Meinung bin, das sollen die Teams machen. Und wenn Mercedes halt der Meinung ist, nee, wir machen das nicht, wir reduzieren das Powerpoising nicht, weil wir lieber mehr Pace haben wollen, dann ist es meiner Meinung nach an den Fahrern zu sagen, Leute, ihr macht mir gerade meinen Rücken komplett kaputt. Wenn ihr wollt, dass ich weiterfahre, dann scheißen wir auf ein paar Zehntel die Runde. Aber ich kann dafür vernünftig fahren. Da sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht die Notwendigkeit, dass die FIA da mitmachen muss. Weil beispielsweise Red Bull hat es super in den Griff bekommen. Alfa Romeo, Ferrari, Haas zwischenzeitlich auch sehr, sehr gut. McLaren hatte es auch relativ stark im Griff eigentlich. Also Mercedes sind halt echt die, die es am schlimmsten getroffen hat. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, dass die Teams das hinbekommen, ist ja da. Also an Red Bull sieht man so ziemlich am besten. Mal Garrick. Ist die FIA schon dran? Was gegen Powerpoising hatte eben den Artikel bei der FIA auf einem anderen Discord gesehen. Ja, okay. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass die FIA da sagt, okay, wir gucken uns zumindest mal an. Weil es ist ja auf jeden Fall ein Problem, was angegangen werden muss. Aber es kann ja trotzdem sein, dass sie einfach zu einem Schluss kommen und sagen, ne Leute, das ist euer Problem. Ist jetzt nicht unmöglich. Und ich würde es tatsächlich so bevorzugen. Und Esport Gaming. Weil ich habe halt wirklich einfach das Gefühl, Moment, ich lese mir da kurz nach, ob das nur ein Wir schauen mal ist oder ob schon was Konkretes dabei ist. Okay. Weil das Ding ist halt, Mercedes sind ja aktuell diejenigen, die so am stärksten vom Powerpoising betroffen sind, das auf jeden Fall. Und ich glaube halt einfach, dass es am Grundkonzept des Fahrzeugs liegt. Dadurch, dass Mercedes ja dieses No-Sidepod-Konzept fährt, kriegen sie darüber jetzt ja auch nicht wirklich was an Downforce generiert. Im Gegensatz zu Ferrari, Red Bull, Aston Martin und so, alle anderen Teams eigentlich. Das heißt, ich gehe halt einfach mal davon aus, dass Mercedes halt am meisten oder deutlich mehr Downforce über den Unterboden, eben über den Ground-Effekt generiert, als die anderen Teams. Und deswegen denke ich halt, damit Mercedes das in den Griff bekommt, dürfen sie halt nicht mit dieses Konzept fahren. Und müssen halt dafür was grundlegend Neues entwickeln. Und da ist halt die Frage, wie schnell sie das schaffen. Ob sie quasi wie Aston Martin schon im November gesagt hat, okay, es kann sein, dass wir damit auf die Schnauze fliegen. Wir arbeiten mal schon mal prophylaktisch an was anderem. Oder aber, ob sie sagen, okay, wir müssen jetzt diese Saison einfach wegwerfen, gucken, dass wir P3 in der Konstrukteurswertung heimfahren und auf nächstes Jahr dann uns fokussieren. Und da dann halt direkt mit einem neuen Konzept ankommen.
Das sind so die beiden Möglichkeiten, die Mercedes hat, finde ich. Alle Teams haben Porpoising unterschätzt. Warum? Ja, das Ding ist halt, auch in einem Windtunnel kannst du ja nicht wirklich testen, ob dein Fahrzeug jetzt Porpoising hat oder nicht. Dafür musst du es ja fahren. Und da ist halt auch die Frage, inwieweit eine Simulation im Zweifel das wiedergegeben hat. Also ich könnte mir halt sogar vorstellen, dass die Teams das gar nicht so wirklich im Blick hatten, dass es überhaupt ein Problem wird. Auch das ist möglich. Nee, Ossi, also ich sehe keinen wirklichen Vorteil vor dem No-Side-Pod-Konzept. Zumindest nichts, was ihnen so einen krassen Pace-Vorteil gibt. Deswegen, das war ein bisschen... Das fand ich schon, dass es weird war, als es vorgestellt wurde, tatsächlich. Weil ich einfach den krassen Benefit davon nicht gesehen habe. Ja, weniger Luftwiderstand, okay. Aber dafür halt auch deutlich weniger Downforce, wie gesagt. Zumindest halt über die Sideports, weil die sind halt nicht da. Was nicht da ist, darüber kannst du keine Downforce generieren. Und der Mercedes war jetzt eigentlich nie wirklich der Wagen, der auf den Geraden krass gepunktet hat. Deswegen fand ich das irgendwie einen weirden Schritt im allgemeinen Konzept einfach. Gib Gas oder lass mich durch. Hä? Nicht so. Ich denke, den ersten kriegen wir eh nicht mehr. Jetzt ist halt die Frage... Ja, wobei, doch den ersten könnten wir kriegen. Ja, jetzt habe ich halt schon ein bisschen langsamer gemacht. Shit. Ich hoffe jetzt einmal, dass die anderen... da ein bisschen durchkommen, weil ich denke doch, P1 kriegt man noch. Das ist gerade nicht so schnell. Der Dive-Hop macht es auch schon ein bisschen wie, ne? Jawohl, sehr schön. Du bist auch noch außen vorbei. Perfekt. So, müsste reichen insgesamt. Am Checkpoint vorbeigeschoben, direkt am Anfang. Und trotzdem gewonnen. So nämlich. Ja, es wird dann dem Artikel schon über zwei bis drei grobe Sachen gesprochen, die jetzt auch mit den Teams besprochen werden, um das Porpoising zu reduzieren für die Zukunft. Okay, aber das muss ja mit der Downforce zusammenhängen, also sollen sie dann noch weniger Downforce fahren? Oder eine Mindestfahrwerkshöhe, das könnte halt sein. Weil ich auch irgendwie echt der Meinung bin, eine Mindestfahrwerkshöhe würde das Problem nur verlagern. Weil dann sind die Teams, also das Problem ist immer noch genauso da wie vorher und die Teams müssen halt quasi nur über ein anderes Spektrum diskutieren, wie viel Downforce sie fahren oder nicht. Es wären genau die gleichen Fragen, die wir gerade haben, nur auf einer anderen Skala. Das ist halt keine Problembehebung, sondern eine Problemverlagerung. Soll da wohl irgendeine technische Regularien... da jetzt wohl erstmal umgesetzt werden. Kann sein, dass es da um Fahrwerk geht, aber steht nichts Konkretes. Ah, okay. Also wie gesagt, behoben werden muss es. Rainbow Road? Breaking downhill on a loose surface takes practice, but by the time you reach the bottom, you will be a master at the Scandinavian flick. These brutal switchbacks always draw a big crowd. Okay.
Was ich nicht kapiere, ist ja, dass das Grundproblem schon bekannt war, weil die Ground-Effect-Autos wurden ja nicht grundlos verboten. Das ähnliche Problem jetzt wieder auftauchen, ist keine Überraschung. Aber die Ground-Effect-Autos wurden ja nicht wegen Porpoising verboten. Also, das wäre nicht der Grund dafür. Man hat es halt wieder eingeführt, vor allem um die Dirty Air, um den Effekt der Dirty Air in den Griff zu kriegen. Ja, ich denke, Mercedes weigert sich einfach, das Ganze in den Griff zu kriegen. Und das geht halt nicht. Gott, das ist... Okay, das ist super schlimm gebaut. Jawohl, Daytona. Hilfe! Eieiei! Okay. Okay, wilde Strecke auf jeden Fall. Sehr weird. Ah ja. Hä? Excuse me? Smoother Übergang, sehr smoother Übergang. Mhm. Okay, der Anfang ist schlimm. Ja, diese Plattform. Ja, es ist ganz cool irgendwie, aber... Anfang, da gehe ich echt nicht so d'accord. Ja, Fortress wirst du ja sowieso eine andere Physik haben. Das war in Horizon 3 auch schon so. Und ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass da die... Dass bei Fortress dann auch die... Bahnen ein bisschen smoother ineinander übergehen als hier. Ich wollte einfach mal ein bisschen abbremsen, dieses Mal direkt für den Übergang hier. Das ist ja. Ist ja klar, ne? Das war alles gewollt. Nee, schon wieder. Danke. Danke für die 50 Bits. Oh Gott. Danke für die 50 Bits, vielen lieben Dank. Denke uns trinken. Ja, ja, mach ich. Das richtige Hot Wheels-Spiel ist das so schlecht auch nicht. Doch. Das richtige Hot Wheels-Spiel, Hot Wheels Unleashed, ist eines der schlechtesten Racing-Games, die ich je gesehen habe. Und ich habe echt ein breites Grinsen im Gesicht, wenn ich die Kommentare unter meiner Review durchlese. Wo gesagt wurde, was? Das Spiel ist doch richtig gut, ich habe mega Spaß dran, das ist doch so ein tolles Spiel, eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Und dann gucke ich nach, wie viele Leute es auf Steam noch spielen. Ja. Richtig gutes Spiel, was im Schnitt nicht mal auf 100 Leute gleichzeitig kommt. So.
Hätten wir das auch. Dann haben wir jetzt. Ja, sind ja noch die Meisterschaften und. Erstens jetzt. Aber erstmal. Haben wir noch einen neuen Audi? Man glaubt es kaum. Und Apfelnoob. Es ist unglaublich, Leute. Der zweite neue Audi in 2 Wochen. Das sieht halt echt geil aus. Ein Rechtsdenker. Ja, hast recht, stört mich richtig. Wenn ich hier so fahre. Das ist ja... Boah, wie können sie nur? Also... Ich sehe den Arm da, den linken Arm sehe ich jetzt auf der rechten Seite. Vom Auto, das ist... Puh, also... Nee. Das kann so nicht sein. So, Mercedes gegen Mercedes, deutsche Hottage oder deutsche Ready Monster. Der Quattro ist ein Ready Monster? Nee. Ach nee, den gewinnt man da, ne? Naja. Hören wir damit an. Was ist denn deutsche Ready Monster B700? Der Manta ist auch eine A-Klasse, oder? So, Andy Racing. Liegt da als grundlegend Fall. Ah! Der Manta und der Porsche. Ja, da war ein Porsche. War der Manta. In Horizon 4 war der Manta da noch A-Klasse, kann es sein? Ich glaube schon. Ich denke, der Porsche ist eh die bessere Wahl dann. Wir sind ja vor kurzem ausgefahren, der fährt sich ja echt gut. Also. Das ist ja eine feine Sache. Naja, auch das dann eine Stufe 8. Nice. Der Sound ist halt schon nice. Und ja, das Bier hatte ich auf der Autobahn hinter mir, gefolgt von einem M5. Da bin ich mit meinem M240 hier erstmal rechts rüber. 250 schaffst du auch und danach geht bei allen nichts mehr. Muss man ja so sagen, wie es ist. Danke für dein Raid. Vielen lieben Dank. Schönen guten Abend. An IT World kommen sind. Grüß dich, wie geht's dir? Wir sind gerade auch in der Festival Playlist und von Porsche. Perfekt für Ray. Und Wanderrad. Wie war's? Ich hoffe natürlich, dass ihr einen sehr schönen Stream hattet. Moin Alpine Gecko. Ja, wir haben bisher die Prüfung gemacht, den Forsoton natürlich, den wöchentlichen Forsoton, den PR-Stand, den PR-Stand, genau. Die Event-Dev meine ich natürlich, die Event-Dev-Karte. Und sind jetzt an den Meisterschaften eben dran. Die PR-Stands haben wir noch vor uns. Mach den Desert Flyer, das ist ein cooler Wagen. Wie geht's euch? Wie war der Stream? Hab ich alles, was ich mitbekommen, muss die Prüfung dreimal machen. Echt? Dreimal? Wieder Harry, danke für den Follow, vielen Dank. Wahrscheinlich da wegen den Teammates, oder? Ich mal davon aus, ja, ich wollte halt auch. Am Checkpoint war direkt vorbeigeschoben. Es war traumhaft. Einfach nur traumhaft. Geht gut, danke und dir. Mir auch, nur. Ne, wir kommen wieder an die 30 Grad ungefähr ran. Da bin ich grundlegend immer Matsche im Kopf.
so ein allgemeines Problem, was sich über die letzten Jahre leider so durchzieht. Ja, das ist halt echt schön mittlerweile, dass die Prüfung auch mit 2 von 3 Siegen reicht. Vor allem dabei, die nicht rausgehen, wenn sie 0 Punkte haben. Da natürlich auch die Bandenklatscher. Ja, gut, man muss halt sagen, der Quattro ist jetzt auch nicht so unfassbar leicht zu kontrollieren im Gelände, dadurch, dass er halt keine Offroad-Reifen hat. Sondern halt nur die ganz alten Reifen, aber es ist halt trotzdem, es ist ein Quattro, der funktioniert da. Der gehört dahin. Das weiß er auch. Es ist nicht so eine Nummer, dass ich jetzt sage, der gehört dahin und dann spreche ich über einen Ford GT oder so. Nicht, dass ich einen Ford GT ins Gelände werfen würde. Es würde ja... Also wem würde das passieren? Kann tatsächlich Spaß zu fahren. Spaß macht auf jeden Fall. Aber wenn du halt sonst nur halt Fahrzeuge gewohnt bist, die wirklich halt auf Offroad-Reifen und alles haben, dann ist der Quattro halt eventuell ein bisschen schwieriger zu fahren. Stock. Aber ich finde ehrlicherweise das Konzept, dass alle Fahrzeuge Stock sein müssen, oder zumindest halt den Stock in E haben müssen in der Prüfung, ich finde das echt angenehm. Und ich hoffe, dass sie das beibehalten tatsächlich. Weil dann hast du es auch ein bisschen leichter, wenn halt wirklich jeder mit dem gleichen Material unterwegs ist. Und du dann halt nicht im Zweifel viele Leute im Team hast, die alle mit dem Stockwagen unterwegs sind und 2, die getuned sind, und dann ist es halt schon scheiße. Vor allem, wenn das dann so darauf hinausläuft, dass die Stockfahrzeuge, dass es eine Offroad-Meisterschaft ist und die Stockfahrzeuge sind dann Muscle Cars. Das ist scheiße. Oh Gott, bitte nicht. Was meinst du? Also ich finde ehrlich, die Prüfungen die letzten Wochen waren die entspanntesten, die ich hier hatte. Mit Ausnahme vom M2, aber da lag das auch eher daran, dass ich ein Team hatte, was ich nicht beschreiben darf, weil ich sonst gegen die Terms of Service verstoßen würde. Ich bin froh, wenn die Fahrzeuge getuned werden dürfen. Sehe jetzt nicht, ob ich da... Also wie gesagt, ich finde es halt so, jetzt wie es die letzten Wochen war, fand ich es extrem viel entspannter insgesamt. Die Jartare haben halt, fahren halt wie auf Skiern, haben kein Topoloch und segeln übers Wasser. Das ist nicht richtig, nein. Also gerade hier in der Prüfung mit dem Quadrat hat man es, finde ich, extrem gut gesehen, dass die KI deutlich mehr gestruggelt hat als ich selber. Und das, obwohl ich mich echt teilweise auch doof angestellt habe. Finde ich diese Woche so ziemlich am schönsten gesehen. Weil wie gesagt, ich wurde im zweiten Rennen instant an einem Checkpoint vorbeigeschoben und habe es trotzdem gewonnen am Ende. Dann hattet ihr Glück. Die Javatare sind bei mir und bei dir auf unschlagbar gleich programmiert. Das hat jetzt nicht grundlegend was verändert, sagen wir mal so. Ah ja, ich hatte fast schon gedacht. Gerade wird die Fest of Players im Forza-Stream gezeigt. Das ist eine Hot Wheels-Serie wird. Ich habe ja gesagt, entweder Serie 9 werden wir Hot Wheels-Fahrzeuge kriegen oder ein gratis Carpack, eins von beiden. Also Serie 9 werden wir dann die ganzen Hot Wheels Fahrzeuge bekommen, die im Trailer zu sehen waren in der Hot Wheels Expansion, aber halt noch nicht im Spiel sind. Und die auch confirmed sind, dass sie nicht in der Hot Wheels Expansion reinkommen. NF Racer, danke für den Follow, vielen Dank.
Rennen Nummer 3, da ist es. Boah, das ist eines der schönsten Geländerennen. Der 190 Evo war grauenvoll, der M2 ging. Das Team war schwierig, die letzten. Den letzten Trial. Habe ich nicht gemacht, hatte ständig nett gesagt, fahrunfähige. Na gut. Oha, ich sehe den Coronet im Stream. Geil. Da freue ich mich noch drüber. Wie gesagt, das ist echt ein schönes. Eines der schönsten Rallye-Rennen, finde ich, weil es jetzt so richtig schön quer durch die Wüste geht. Eines der wenigen, weil die Wüste halt leider echt nicht so viele Offroad-Straßen hergibt, also Offroad-Wege. Das ist, finde ich, eher das Enttäuschendste an der Wüste. Wir haben nicht so viele Straßen, die durchgehen, wir haben nicht so viele Schotterwege, mit denen du gut was machen kannst. Das ist echt schade. Gerade halt auch dadurch, dass eigentlich vor Release angepriesen wurde, wie gut die Wüste doch geeignet ist, um mit deinem Supersportwagen einfach mal lange geradeaus zu fahren. Ja, wo denn? Ist so. Welche Straßen sind damit gemeint? Die Küstenstraße? Sogar die ist dafür zu kurvenreich. Ich sag's wie es ist, ich nehme Hot Wheels deutlich lieber als Lego. Gerade auch die Autos. Ich war's immer dank für den Lurk, Garek. Weil gerade bei den Autos bin ich halt tatsächlich so der Meinung, dass man die eigentlich so fast eher mit Hoonigans gleichsetzen kann. Weil es sind halt die ganzen Hot Wheels Autos, die wir reinbekommen, das sind ja jetzt nicht die Spielzeugautos, das sind ja die Autos aus der Realität. Die wurden ja real gebaut und auch diese Modelle wurden dann eingescannt und ins Spiel gebracht. Das sind ja nicht die Spielzeugdinger. Und dann sind es halt, wie gesagt, dann sind es halt Custom Builds. Wie Hoonigan-Fahrzeuge, wie Formula Drift-Fahrzeuge, wie Forsberg Racing, Liberty, sowas in die Richtung halt. Das DLC kommt am 19. Juli, also nächsten Monat. Die erste Generation von einem Plymouth Barracuda kommt ins Spiel nächsten Monat. Ja! Marcel, Marcel! Oh, wie geil! Das wird mein Monat, ich sage euch. Ich werde den Spaß meines Lebens haben. Alles klar, ciao Chris, schönen Abend dir. Danke fürs Zuschauen. Ich mag die Hot Wheels Dinger nicht, hat mit den Meta zu tun. Ja. Aber da haben die, also das ist ja nicht grundlegend das Problem der Autos oder der Fehler der Autos. Machen wir mal hier weiter. Ja, genau, Olli. Also wenn du ein Racing Game Fan bist, dann kommt in nächster Zeit sowieso einiges. Gerade ACC und F1, also da brauchen wir uns dieses Jahr eigentlich nicht beschweren, dass da zu wenig kommt. Ah. Ja, gut, war ich halt ein Scirocco. Stimmt, der S1 ist ja normaler Hot Hatch, kein Super Hot Hatch. Bei denen habe ich ja, glaube ich, auf die B-Klasse aufgebaut, aber ja, nicht hier leider, nicht hier.
So. Mal schauen, wie die Rennen jetzt mit dem Scirocco laufen. Ach ne, der Audi S1 ist hier drin, hä? Okay, da bin ich verwirrt. Dann ist meiner einfach nicht auf der B-Klasse, okay. Seit wann ist der S1 denn Super Hot Hatch? Ja, Tora, danke für vorne, vielen Dank. Ja, GT7 ist sowieso irgendwie weird, keine Ahnung. GT7 hat eine coole Fahrphysik, finde ich. GT7 hat auch eine nette Fahrzeugauswahl. Aber das komplette System um das Spiel rum ist einfach extrem strange, finde ich. Also, keine Ahnung, ich finde irgendwie. Ich spiele halt GT7 nicht, um Rennen zu fahren. Und dann ist halt die Frage, was das für ein Rennspiel ist, wenn ich GT7 nicht anwerfe, um Rennen zu fahren. Das ist halt ein bisschen der Punkt, das Problem, was ich mit dem Spiel habe. Ich meine, man muss halt einfach sagen, die Rennen, die du fährst, sind halt, ne, das sind Time Trials, das sind Zeitfahren-Events. Oder halt ab und zu auch mal an dem Gegner vorbeifahren musst. Aber im Prinzip ist es ein Zeitfahrenrennen. Ja, okay, Olli. Das ist natürlich so ein grundlegendes Problem, wenn du GT7 spielen möchtest und keine PlayStation hast. Das ist halt. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, schwierig. Ja, Gott, das war mein Getriebe. Und den Motor. Beides auf der Strecke verteilt. Wenn irgendeiner zwei Zylinder von dem Scirocco braucht, die liegen da hinten in der Kurve. Jetzt weiß ich, das ist so ein klassischer Moment, dass ich aus Versehen Gang zu viel runtergeschalten habe. Ich glaube echt, ich brauche irgendwann demnächst mal einen neuen Controller. Muss mir echt mal raussuchen, wie alt der hier ist, den ich jetzt gerade habe. Das würde mich echt mal interessieren. Ob ich mir den 2020 oder 21 gekauft habe, aber ich meine 2020. Oder vielleicht sogar 2019, das könnte auch sein. Der Controller, den ich davor hatte, das war ja dieser. Also jetzt habe ich halt einen ganz normalen weißen Xbox One Controller. Davor hatte ich einen blauen, der so Gummigriffe hinten hatte. Die haben sich dann aber leider sehr schnell verschlissen. Das war nicht optimal. Balu, danke für den Follow, vielen Dank. Aber war natürlich aus der Garantie schon raus. Klar. Ja. Ja, bisschen zumindest. Der Scirocco ist nur noch bei. Der Scirocco war doch safe mal bei den Super Hot Hatches, oder? Oder bin ich jetzt verwirrt? Der war doch 100 Pro bei den Super Hot Hatches in Horizon 4. Und ich meine, warum auch nicht? Wenn da die ganzen Golf drin sind, müsste der Scirocco da nicht auch drin sein. Oder ist er da mittlerweile einfach nur nicht mehr drin, weil er zu alt ist? Ich meine, der Golf R32 ist ja auch nur ein normaler Hot Hatch und das, obwohl er für seine Zeit eigentlich echt die Definition von Super Hot Hatch war. Ist der R32 eigentlich noch nicht bei den Retro-Hot-Hatches? Der ist noch von 2003. Der Ford GT von 2005 ist bei den Retro-Supercars. Und schmeißt doch auch den 2003er R32 zu den Retro-Hot-Hatches rein.
Und ich weiß jetzt nicht, warum ich ins Sächsische dafür abgedriftet bin. Keine Ahnung. Das passiert manchmal einfach. Ich war so das 5 Klassen hinterfragen, ja gut. Zumindest von den Jahreszahlen könnte man ja meinen, dass sie da ein bisschen Consistency beweisen. Wäre ganz schön. Ja, Tintin, genau, das hatte ich auch bei meinem Controller. Deswegen war der dann halt leider recht schnell unbrauchbar, muss man sagen. Also es hat sich halt einfach scheiße angefühlt. Das Lustige ist eh, wenn ich mir dann einen neuen Controller mal zulegen sollte in nächster Zeit, dass ich dann erstmal wieder merken werde, wie viel Widerstand die Trigger eigentlich haben. Das wären dann erstmal sehr wilde erste Wochen. Aber wie gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde. Mein Controller-Verschleiß ist ja sowieso recht gering. Ich hatte, glaube ich, jetzt seit 2015 hatte ich 3 Controller? Also 3 Xbox One Controller. Und bis auf jetzt den blauen eben. Also den ersten habe ich nicht ersetzt, weil er kaputt war, sondern weil er einfach abgenutzt war irgendwann. Jack Sparrow gefällt das. Bei einer meiner Xbox-Controller hat sich nach 3 Monaten spontan RP entschieden, nicht mehr zu funktionieren. Oh ja, das ist wieder vernünftig. Kapos von Serie 9 wird so geil. Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Gerade gehen sie ja noch durch die Festplaylist durch, glaube ich. Gut, einen Corrado brauche ich jetzt nicht. Aber wenn es natürlich die Carpath-Fahrzeuge gehen, dann werden wir da natürlich auch gleich noch drüber reden. Aktuell fahren sie den Barracuda. Ich mag den Barracuda. Die erste Generation von Barracuda ist ein sehr geiler Wagen. Gerade auch mit der Fastback-Optik, die halt der Hemi-Cuda, den wir im Spiel haben, nicht mehr so hundertprozentig hat. Ist das dritte Rennen? Nee, ne? Ist nur eins. Ja, ich dachte mir gerade schon. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da. Hab ich erst gefragt, ob einfach mein Auto nur einen Gang hat, weil es nicht hochgeschalten hat. Ach, du hast Schalten dann auf die Buttons gelegt. Ah, okay. Ja, ja, also in Horizon 4 habe ich bewiesen, dass man auch mit einem Gang gut fahren kann. Ich weiß noch nicht mehr, welchen Wagen ich mir damals aufgebaut hatte. Aber es hat funktioniert. Ernst, welchen Wagen bin ich gefahren? Ich meine, es war ein Diesel. Den E-Wagen wollte ich ja, glaube ich, nicht nehmen, weil das halt so simpel wäre. Die haben ja eh nur einen Gang. Ich meine, es war irgendein Diesel, den ich mir aufgebaut habe. Jo, der Mercedes, stimmt. Genau, der Top Gear schießt mich tot. Mit seinen, was weiß ich, wie vielen 1000 Newtonmeter Drehmoment. Mit der Durchstand nur dabei. Super.
Ja, der wäre schon cool, wenn er wieder im Spiel wäre, aber das Ding ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn der ins Spiel kommt, dann kommt der Traktor auch wieder rein. Und den brauche ich jetzt echt nicht. Was war denn eigentlich der... Ach nee, mit der Top Gear Story... Ja, bremsen! In der Top Gear Story kam ja damals noch der... 6x6 rein. Was halt super wild war. Den 6x6 hatte man sich ja seit Horizon 2 schon gewünscht. Da weiß ich noch, wie unfassbar groß die Freude damals war, als der dann reingekommen ist. Und dann halt der Velociraptor direkt, ich glaube, 3 Monate oder was danach. Also das war unfassbar geil. Klar, im Spiel bringen sie eigentlich relativ wenig an sich, weil schnell sind sie nicht. Und jetzt wirklich so die krassen Berge und so hat man ja nicht. Wo man jetzt irgendwie sagen kann, boah, da musst du echt gucken, wie der da hochfährst. Also, Vulkan ist ja lächerlich in seiner Steigung. Aber cool, dass die im Spiel sind, ist es halt trotzdem. Ich meine, sie hatten ja damals gesagt, dass die so lange gebraucht haben, weil sie mit 3 Achsen, dass es irgendwie ein bisschen schwieriger alles war, das reinzubringen. Und da würde mich halt echt interessieren, warum. Also ich glaube das denen. Da würde mich halt echt einfach interessieren, wie genau das zustande kommt. Also warum das so schwierig war mit 3 Achsen. Was ist denn los, Leute? Lena, vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Schönen guten Abend an all die von euch. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr, sehr schönen Stream. Moin Schumi, Dennis, Jan, moin Lena natürlich. Gaspar, Yannick, Déjà-vu, Entschuldigung. Moin Maddie, vielen, vielen Dank für den Release für den 5. Monat. Dankeschön. Moin Tim. Wie geht's euch? Ihr habt The Quarry gespielt, glaube ich, oder? Bitte nicht spoilern. Ich spiele es gerade auf Stream selber durch. Moin FCSP-Finn. Shadow Eater, danke für den Follow von ihm. Danke. Wir sind ja gerade in Horizon 5 mit der Festivalplays am Start. Und fahren den wunderschönen VW Scirocco. Voll das tolle Game. Ich habe es gestern angefangen zu spielen. Um 1 Uhr nachts damit anzufangen, war nicht die beste Idee aller Zeiten. Sagen wir mal, wie das. Ja, ich habe auch The Quarry, aber ich werde es auf Stream spielen. Das auf jeden Fall. Das ist. Ich habe so viele Stream-Projekte jetzt in den nächsten Monaten, da passt The Quarry bei mir zeittechnisch nicht hundertprozentig rein. Es gibt wieder einen Wagen von Forza geschenkt. Echt was? Ja, Olli Memphis ist heute nicht da. Tatsächlich. Ich bin in Kapitel 4, glaube ich, gerade. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Wie geht's dir, Lena? Wie war der Stream? Money Dave, danke für den Follow, vielen lieben Dank. So, warte mal, das war jetzt auch das dritte Rennen, oder? Yes. Tumi, vielen lieben Dank für den Release für den 4. Monat, dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Mercedes-Benz gegen Mercedes. Tolle Meisterschaft, ja, gegen AMG. Ergibt irgendwie trotzdem wenig Sinn, weil es sind ja beides Mercedes-Marken und die Mercedes-Benz, die wir im Spiel haben, sind ja im Regelfall auch AMGs. Haben wir irgendeinen Benz im Spiel, der kein AMG ist? Ja doch, die X-Klasse. Und halt die ganz alten, ja, SL 300 und sowas in dem Dreh. Ja, ein bisschen was an Auswahl auf jeden Fall. Stimmt, für CVR hatte ich mit den ja auch aufgebaut. Komm, haben wir doch einfach mal die X-Klasse. Ich bin auf dem PC. Ich muss mir immer noch mal einen Command erstellen mit den Specs für den PC. Oder ich muss mal die... Eigentlich wäre das viel smarter, das in die Beschreibung zu schreiben. In die Stream-Beschreibung.
Das wäre irgendwie sehr viel intelligenter, sollte ich mal machen. Ich denke, sie wollten alle Mercedes-Modelle in einer Meisterschaft haben. Da macht das schon Sinn. Ja, aber warum das dann Mercedes gegen Mercedes sein soll und nicht einfach nur Mercedes als Kategorie? Weiß ich nicht. Moin, Money Day. Das Geilste ist eh, dass es AMGs bei Benz gibt. Außerdem relativ simplen Grund, weil AMG erst seit 2015 ist es, glaube ich, eine eigenständige Marke ist. Also vorher sind die AMG-Modelle ja auch unter Mercedes-Benz vertrieben worden. Da war es halt der Mercedes-Benz C63 AMG. Dann ist allerdings ja Mercedes-AMG eine eigene Marke geworden. Und deswegen gibt es auch aktuell bei Mercedes-Benz keine AMG-Modelle mehr zu kaufen. Weil es halt, wie gesagt, eine separate Marke mittlerweile ist. Es ist im Prinzip ähnlich wie bei... wie es bei Renault aktuell ist oder wie es bei Renault sein wird mit Alpine, was eine eigene Marke wird, bei Seat mit Cupra, so halt. Oder auch SRT beispielsweise, die SRT Viper war ja zwischenzeitlich auch als SRT gelistet, die 2013er, was halt daran liegt, dass SRT zwischenzeitlich eine separate Marke bei Chrysler war und da halt die ganzen Performance-Modelle vertrieben wurden. Hat man halt nach 2 Jahren gemerkt, das funktioniert nicht. Und hat es dann wieder rückgängig gemacht, aber es war mal zwischenzeitlich so. 100% Tochter von Benz, genau. Hier Martino, danke für den Vorlauf, vielen Dank. Das ist ja wie bei Porsche mit Ruf, nein. Das ist nicht wie bei Porsche mit Ruf, weil Ruf sind keine grundlegenden Porsche-Modelle. Das ist doch ein großer Unterschied. AMG-Modelle basieren ja trotzdem auf Mercedes-Modellen, wohingegen Ruf-Modelle zwar schon irgendwo als grundlegende Basis einen Porsche haben, aber trotzdem technisch ja grundlegend andere Fahrzeuge sind. Und Ruf, wie gesagt, offiziell ja nicht von Porsche entspringt. Genau, Ruf ist eher vergleichbar mit Brabus bei Mercedes. Oder Abt bei Audi, als Beispiel. Muss direkt los, schönen Abend noch. Alles klar, Lena, danke für den Raid. Nochmal schönen Abend dir noch. Vielen Dank für den Follow, vielen Dank. Genau, wenn M eine eigene Marke wäre, dann könnte man das mit AMG vergleichen. Ich denke, im Prinzip ist, sollte jetzt klar sein, denke ich mal. Der geschenkte Wagen ist ein Italiener. Sag doch mal, welches Auto es ist. Oder ist es jetzt irgendwie was grundlegend Besonderes? Oder habe ich es einfach noch nicht gesagt? Ne, Mantai ist auch nicht mehr AMG. Mantai entspringt ja auch nicht von Porsche selber. Mantai ist ja auch ein externer Tuner. Genau, ist kein Haustuner. Porsche hat keinen Haustuner. Wenn ich spoilern, ist ein Pagani Zonda Cinque. Ja, okay. Den haben wir ja schon im Spiel. Die geschenkten Autos haben ja sowieso im Regelfall nur eine etwas andere Lackierung. Die sind ganz cool, auf jeden Fall. Also da waren schon durchaus ein paar nette dabei in der Vergangenheit immer. Aber ja, jetzt was grundlegend Besonderes sind die ja jetzt auch nicht. Wir fahren den Stadtrennen. Im letzten Rennen fahren wir den Truck, wenn es kein Stadtrennen ist, aber... Hä? 700 PS?
Wann ist das passiert? Warum? Ach, warte mal, das war für. Okay, gut, dass ich den Wagen nicht fahre. Weil ich glaube, das war für einen PR-Stunt. Ich glaube, das war für einen Gefahrensprung. Deswegen ist da nur Power drin. Oh Gott sei Dank habe ich mich dagegen entschieden, den zu fahren. Ja, okay, aber weil Mantei zu, nur weil Mantei zu Porsche gehört, ist Mantei nicht der Haustuner von Porsche. Ist immer noch ein wichtiger Unterschied. Okay, nicht jeder fasst sich den Gedanken mit dem LKW so wie ich. Die Avatare sind da wild unterwegs. Der Pride-Lackierung war Pride-Bahn. Oh, das passt, das ist cool. Ein bisschen durchschieben. Ich meine, der Wagen ist sowieso CVR geproofed, deswegen der kann durch die Stadt kommen. Das ist grundlegend kein Problem. Die Kurve hasse ich. Die erinnert mich sehr an Bahrain-Kurve 19, 11 ist es, glaube ich. Die mag ich überhaupt nicht. Und Bahrain ist dabei noch angenehmer zu fahren, tatsächlich. Also hier kannst du dich an eine Kurve echt in gegen die Mauer hängen. Genauso. Genauso. Nur halt links. Oh Mann. Timing aber echt on point. Schon war knapp gerade. Ja, genau das, Olli. Genau das halt. Auch habe ich auf meinem linken Ohr jetzt einen Motorsound gehört. Ja, gar nichts fahren. Ich glaube auch, ich muss die X-Klasse eventuell nochmal in CV auspacken, weil wir hatten damals ja nicht eine Verfolgung. Doch, wir hatten, glaube ich, eine kurze Verfolgung. Eine ganz, ganz kurze, aber mehr nicht. Also irgendwann hole ich die mal nochmal raus in CVR. Und da gibt es mal ein bisschen Krawall mit dem Ding. Wieder halt vom Zaun, ja, auf jeden Fall. Deswegen klang das auch nach V6, was ich gehört habe. Hey. Lock up die Spuse. So, jawohl, das zweite Rennen auch relativ easy und dann können wir jetzt im dritten Rennen sehr entspannt den LKW fahren. Weil, warum nicht? Warum nicht einfach mal Mexican Truck Simulator spielen? Oh, so ein Renn-LKW in ETS. Das würde ich fühlen. Wo ist denn der Nummer 3? Ja, guck mal. Also ein besseres Rennen für den LKW können wir doch nicht haben. Ja, rein da. War gespannt, ob du diesmal wieder bei CVR keine Cops hast oder ob du richtig einen auf die Decke bekommst bei CVR. Mal schauen. Wird man sehen. Um jetzt in eigentlich Renntrucks paceweise zu vergleichen, ist das irgendwie TCR-Niveau. Ich würde jetzt mal dreist behaupten, dass die von TCR extrem weit nach wie vor wechseln. Ah, Sandsturm, wunderbar. Ist ja so schön leise.
Ja, weil am Ende des Tages, egal wie viel Leistung das Ding hat, es bleibt halt immer noch ein 4-5 Tonnen LKW. Da wirst du nicht die Rundenzeiten von so einem Touringwagen hinbekommen, bin ich mir sehr sicher. Auch wenn ich hier einen 5-Meter-Flügel hinten habe. Komm, schieb deine E-Klasse weg. Ei, Wand. Ich glaube halt, dass das hier ein Aufbau war für Lost Inn. Ich glaube, da habe ich am Feintuning nichts gemacht. Sondern habe einfach nur die Teile reingehauen und dann war es das. Viel mehr ist hier, glaube ich, nicht passiert. Da ist der Ferrari, ist er, das ist richtig. Vorbei. Also aber Kran geht halt gut voran. Nur die Kurvenlage ist schwierig. Jetzt war es endlich wieder gut, wurde Festival of Speed. Hab ich mir nie wirklich angeschaut. Also ab und zu mal ein paar Clips auf YouTube, ja. Wenn da mein Wagen gefahren ist, den ich interessant fand, aber... Ansonsten hat mich Goodwood ehrlicherweise immer kalt gelassen. Ich glaube, es ist sehr geil, wenn man selber vor Ort ist. Also das wäre wirklich ein Ding, wo ich sagen würde, jo, würde ich auf jeden Fall irgendwann auch gerne machen. Aber zum Zuschauen holt mich das jetzt ehrlicherweise null ab. Also halt zum Zuschauen übers Internet. Kann sein, dass auf Goodwood irgendwas vorgestellt werden könnte an Autos. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Goodwood ist da immer dabei, was Fahrzeugvorstellung angeht. Nicht in die Hütte. Boah. Das Ding ist halt, die Hütte ist fest. Also selbst wenn ich da mit dem LKW durchfahre, die steht danach noch. Da prallt der LKW ab und keiner weiß warum. So, jawohl, Meisterschaft Nummer 3. Sehr schön. Und wir haben SLS, yay! Also gut, die Preisfahrzeuge dieses Season verstehe ich nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Das sind halt zum Großteil Autos aus der Autoshow, die müssten eigentlich nicht so wirklich sein. R8 S1, Class 5 Buggy, BMW, okay. Warte mal, habe ich den Class 5 Buggy nicht auf? B schon aufgebaut? Ja, guck mal. Meine Playlist ist ziemlich much irgendwie. Die Driftzone ist auch lustig. Driftzone haben wir ja noch nicht. Was ist denn da eigentlich? Ah, Driftzone da mit dem BMW, okay. Die ist irgendwie verdammt kurz. Oder kommt mir das noch so vor? Ja, 1,5 Stunden oder nur noch die PRs und so die Foto-Challenge? Gut, soll mich nicht stören, habe ich mehr Zeit für die RS4-Folge, damit die morgen pünktlich erscheint. Und eventuell auch Zeit, ein bisschen Map 1.22 zu spielen. Aber... oder The Quarry. Aber die Aufgaben sind irgendwie... ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, allgemein über die ganze Serie finde ich die Belohnungen halt an sich ein bisschen strange. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr mit dem Bogen fahren, der Dünen quasi nicht so komplett quer drüber. Okay, das schaffe ich nicht. Dafür fahre ich zu parallel.
Quasi so ein bisschen mehr, meine ich eigentlich. Zwar halt ausschließlich deutsche Waren, immerhin ist es sinnig bei einem deutschen Update. Ja, schon. Ich, keine Ahnung, ich denke halt trotzdem irgendwie, dass es schon cool gewesen wäre, das wird niemals gereicht haben, dass cool gewesen wäre, noch ein paar andere Fahrzeuge zu sehen, die halt auch ein bisschen seltener sind. Auf D500 muss der sein. Oh, what? Okay. Das wird wild. Das wird sehr wild. Moin, Nexo. Oder Yannick. Nexo, Yannick, was willst du dir haben? Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt, es tut mir leid. Okay, warte mal, brauche ich Allrad? Ich brauche es nicht, aber es tut auch nicht weh. Denke ich jetzt einfach mal. Bessere Reifen, nope, okay. Breitere Reifen, ja. Projektleitung, hier stimmt was nicht. Okay, was auch immer. Lass mal einfach mal so stehen. Ja, komm, Renndifferenzial, weil ich einfach nicht weiß, ob ein Ready-Differenzial schon drin hat. Boah, einen sauber C9 den Horizon würde ich nehmen, ja. Olli? Also, Nachricht löschen gehe ich mit, weil das war Backseat Gaming, aber du musst ihn jetzt nicht sperren. Das war zu viel, ja, ist ein bisschen. Alles gut, alles gut. Wie gesagt, kein Backseat Gaming bitte. Zu den PR-Stunts. Oder allgemein zu allem. Macht aber kein Feintuning, ich denke mal, das braucht er nicht. Probieren wir es erstmal. Erstmal mit die gleiche Route. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich damit nur 3 Sekunden langsamer sein werde, aber wie gesagt, wenn ich ein bisschen mehr den Bogen der Bühnen verwende, sollte das vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Vielleicht bin ich jetzt auch gar nicht so viel langsamer. Weil ich nicht so krass ausgebremst werde von den Sprüngen. Keine Ahnung, könnte sein. Weil weiß ich, fliege jetzt nicht so weit, sondern fahre ein bisschen mehr. Au. Könnte trotzdem eng werden, glaube ich. Wobei. Komm mal, zieh. Gas, 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 Gas. Komm. Ja, doch. Guck mal, sogar nur knapp über eine Sekunde langsamer. Als mit der B-Klasse vorhin. Nice.
So, R8 auf S1. Haben wir da was? Ja. Mal schauen, ob es reicht. Ja, manchmal sind die PR-Stunts echt ein bisschen schwierig. 23, oh, easy. Also, glaube ich. Manchmal sind die PR-Stunts echt ein bisschen schwierig. Das hat meine Vergangenheit, aber. Bei den Wegbereitern kommt es halt häufig eigentlich nur auf die Route an, finde ich. Die man wählt. So nice. Ich möchte so gern das Facelift vom R8 haben im Spiel. Das wäre so geil. Es geht bergauf. Scheiße. Oh, Mist. Okay, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Anlauf. Klappt das jetzt auch, hoffe ich mal, weil ich möchte mir das Tuning nicht kaputt machen. Wobei im Zweifel kann ich ja noch 10 PS oder so mehr reinschmeißen oder 20. Dann reicht das ja auch, aber nicht abbiegen, wenn dann Audi mit 280 ankommt. Dort ist eine Regel in der StVO. Wenn von hinten ein Audi mit 280 km/h abkommt, dann biegst du nicht vor dem ab. Könnt ihr nachschlagen. Okay, BMW Driftzone. Uff. Uff. Okay. 116.000. Ich denke mal, ich habe jetzt gerade nichts, was darauf dafür geeignet ist. Nee. Was für ein 2002 Turbo? Einmal umbauen und dann. Dann gucken wir mal. Denke, daraus kann ich einen guten Offroad-Drifter bauen. Jetzt ist die Frage: Habe ich mir schon mal einen Offroad-Drifter aufgebaut? Ich glaube, einen einzigen. Ich glaube, ich nehme trotzdem Driftreifen. Ich glaube, die rutschen besser. Oder brauche ich für den 2002 Turbo überhaupt Reifen? Der rutscht auch so gut genug, denke ich jetzt mal. Ob ich damit die Kontrolle habe, die ich brauche, ist natürlich die Frage, aber. Gucken wir mal, im Zweifel kann ich die Lippen dran bauen, ja. Allrad auf jeden Fall. In der StVO steht, bei einem R8 mit 280 nicht einlenken, wenn Herr Andi am Steuer sitzt, allerdings doch. Ah, Mist. Das ist ja scheiße. Oh, ist das der. Ah ja, der erste Martin DBX kommt ins Spiel. Nice. Das ist eine schöne Sache, so. Okay, das wird heavy. Weiß jetzt halt nicht. Gehe ich nicht doch aufs Driftfahrwerk und leg ihn höher und mache ihn weicher? Ich glaube, das ist die sinnvollere Wahl, ja. Ich mir gut vorstellen. Ach, das finde ich gut, wenn es der normale DBX ist und nicht der 707. Weil auf 707 PS kannst du ihn easy hochbauen. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Okay, das wird interessant auf jeden Fall. 300 PS den Wagen hier zum Driften kriegen.
Als ob. Okay. Also eigentlich könnte man Serie 9 die Ich hab's euch gesagt Serie nennen. Den DBX habe ich gecallt, dass er reinkommen wird und jetzt habe ich eigentlich vorgestern in der Folge den RCF Track Edition ja noch angesprochen, dass der ganz cool wäre im Spiel. Nice. Wir sind wahrscheinlich gerade die Carpass-Fahrzeuge, die gezeigt werden. Bin ich mal gespannt, was dann der dritte ist. Der dritte wird ja der letzte Wagen sein im Carpass. Aber auf jeden Fall so oder so schon sehr cool insgesamt. DBX ist ein sehr schönes Auto. Jo. Okay, 100. 116.000. Bin ich mal gespannt, ob meine Taktik mit den Serienreifen funktioniert oder nicht. Ich glaube halt echt, die Leistung könnte wenig sein. Brauche auf jeden Fall mehr Schwung. Bisschen zumindest. Come on. Also die Serienreifen rutschen zumindest so schön, wie ich es mir gedacht habe, ehrlicherweise. Ja, könnte reichen, müsste reichen. Ja, doch, nice. Boah, first try. Aber trotzdem knackig, also nur 8000 Punkte drüber. Das ist nicht so viel, wie man ursprünglich dachte. So, und dann mit dem M3 E6, M5, Entschuldigung. 2003 M5. Auf Gran Pute. BMW. Ah ja, unter 70 Zentner ist okay, der war fast zu erwarten, muss man ja sagen. Granpute. Also die drei Carpass-Fahrzeuge, Aston Martin DBX, S170 Z Nismo und Lexus RCF Track Edition. Ist okay, ist eine coole Serie. Das ist nicht der M5. Entschuldigen Sie, lieber BMW, aber Sie sind der Falsche. Ich habe heute leider kein Foto für Sie. Da, den wollte ich haben. Ja, driften kann ich mittlerweile einigermaßen. Neue Hupe, ein schöner Tag. Auch wild. Wie kann man sich denn die Hupe ein schöner Tag bitte vorstellen? Standardhupen? Nee. Aber vielleicht doch Musik. Musik klingt eher wahrscheinlich. Aber wobei, es ist eine gewöhnliche Hupe. Da, ein schöner Tag. Okay, die ist nicht neu, glaube ich. Die ist schon ein bisschen länger im Spiel. Na gut. Damit haben wir die Festival-Playlist für Serie 9 durch. Jawohl. Genau, Auto-Union habe ich mir auch schon abgeholt. Sehr schön. Das ist doch eine feine Sache. Ja, also war insgesamt eine ganz nette Playlist. Irgendwie ein bisschen langweilig heute. Keine Ahnung, hat mir ehrlicherweise, muss ich jetzt sagen, nur so bedingt gefallen. Da waren jetzt nicht so die spannendsten Aufgaben mit dabei, ehrlicherweise. Oder was meint ihr? Was meint ihr zu der Playlist? Also jetzt nicht zur Serie allgemein, sondern nur zu der Playlist hier.
Ich auf jeden Fall. Also hatten wir schon cooleres. Allgemein, dass wir jetzt bei den Deutschen. Bei der deutschen Serie jetzt sehr wenig Super-Siblings beispielsweise hatten als Meisterschaft oder auch Retro-Siblings oder so. Eigentlich gar nicht, das verstehe ich irgendwie nicht. Gab schon bessere. Boah. Unsere Playlist heute und recht, mit die unpraktikulärste. The Big Boy, danke für deinen Resub in den 5 Monaten. Vielen, vielen Dank. Wupp, wupp. Ja, wupp, wupp, indeed. Also, wir sind uns da wohl relativ einig. Ich werde jetzt noch die Folge mit dem Audi RS4 aufnehmen, die auf YouTube dann morgen erscheinen wird. Da einfach, wer noch nicht auf dem YouTube-Kanal am Start sein sollte, da gibt es täglich aktuell Forza Horizon 5 Content. Außer YouTube, dann kommt ihr dort rüber. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da am Start seid. Allgemein, vielen, vielen Dank für alle, die heute mit dabei waren. Danke für diesen sehr tollen Stream. Danke an Ray und Lena nochmal für die Raids. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch an alle Follows, die heute reingekommen sind. Danke für die Resubs. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder in der F1 2012 in der Megakarriere. Da werden wir dann ein bisschen mit Caterham weitermachen und uns schöne V8 Formel 1 Sounds anhören. Sie sind ja alle ganz toll. Wie gesagt, danke an alle, die dabei waren. Danke natürlich nochmal gesondert an Olli und Chris fürs Moderieren heute. Ich schicke euch zu Buschfrau TV rüber, mit der wir ja auch beim Comet GP vor kurzem am Start waren. Sie ist da auch mitgefahren, macht gerade Euro Truck Simulator, also sehr entspannt dann auf jeden Fall, wenn ihr da noch ein bisschen zusehen wollt. Das sind die Begrüße da. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Servus!